Schönen guten Tag, ich bin Donato Muro. Ich habe halt ganz neue Online-Kurse für euch gemacht. Diese Online-Kurse sind halt so, ihr könnt sie jederzeit bei freier Zeiteinteilung, nach der Arbeit, im Urlaub, am Wochenende, egal wo ihr auf der Welt seid, halt konsumieren. Das sind Videos, die haben wir aufgenommen, ich und mein Team. Und dann könnt ihr euch halt online weiterbilden. Das wird natürlich mit einem Zertifikat enden. Und dieses Zertifikat bekommt ihr per Post nach Hause geschickt und wird von mir unterschrieben. Wer bin ich eigentlich? Ich bin Donato Muro. Ich bin der Inhaber vom Sicherheitsingenieur NRW. Ihr könnt auch gerne mal auf unsere Homepage schauen. Was qualifiziert mich, euch weiterzubilden im Arbeitsschutz? Ich schaue auf etliche Jahre Berufspraxis halt zurück, bin also halt nicht nur Theoretiker, sondern weiß auch, wie es wirklich in der Praxis aussieht. Zu mir, ich habe halt mehrfach studiert, ich habe Chemie studiert, ich bin Brandschutzingenieur, ich bin Sicherheitsingenieur, ich studiere Arbeitspsychologie noch aktuell, also wie ihr seht, ich habe mehrere akademische Abschlüsse, um halt im Arbeitsschutz mich halt gut auszukennen. Unabhängig davon, ich bin auch regelmäßig in der Fachpresse, das heißt also hier die eine Handvoll Magazine, wo ich halt regelmäßig veröffentliche. Bin auch Fachbuchautor und ansonsten garantiere ich euch halt, dass ich mein gesamtes Wissen und meine rhetorischen Künste in diese Online-Kurse gebracht habe, damit ihr hier einen Mehrwert habt und hier eine sehr gute Fortbildung genießen könnt. Ja, du hast Interesse an der Online-Ausbildung zum SIGIKO, sehr, sehr gut. Du musst natürlich ein paar Grundqualifikationen mitbringen. Du solltest mitbringen eine technische Ausbildung und halt auch die entsprechende Berufserfahrung auf dem Bau. Das heißt halt, du solltest mindestens 2 Jahre Berufserfahrung haben auf der Baustelle. Wenn dir diese Zeit fehlen sollte, kannst du die auch nach dem SIGIKO-Abschluss noch sammeln, aber du musst halt hier die mindestens 2-jährige Berufserfahrung haben. Das geht teilweise auch ohne Berufsausbildung, jedoch wenn du keine Berufsausbildung hast, kein Techniker, kein Meister, dann darfst du halt nur für wenige Bauten bestellt werden. Gibt hier verschiedene Klassen, Klasse 1, Klasse 2. Für Klasse 2 solltest du halt Ingenieur oder Architekt sein, plus die SIGIKO-Ausbildung. Am Ende des Tages kann aber auch jemand bestellt werden, der 10 Jahre Berufserfahrung auf dem Bau hat, kann natürlich auch für Anlagenbau, für Tiefbau, Hochbau, für die ganzen gefährlichen Bauten bestellt werden. Sprich, du musst halt also erstmal eine Vorqualifikation erfüllen. Ansonsten läuft der Online-Kurs so, das erkläre ich gleich halt. Die Frage ist noch überhaupt, warum brauche ich überhaupt ein SIGIKO? Der SIGIKO ist gemäß Baustellenverordnung, beide Wörter werden auch im Online-Kurs erklärt, halt verpflichtend für den Bauherren, sprich überall, wo gebaut wird, muss ein SIGIKO bestellt werden. Und zwar nicht nur in der Bauphase, sondern auch schon in der Planungsphase musst du als SIGIKO halt aktiv eingebunden werden. Um was geht es eigentlich die ganze Zeit als SIGIKO? Wir schauen uns das Arbeitsschutzgesetz an, wir schauen uns die Betriebssicherheitsverordnung an, wir schauen uns die DGUV-Vorschrift 1 an und ganz wichtig für den Job des SIGIKOs, wir schauen uns die DGUV-Vorschrift 38 Bauarbeiten an. Neben der Baustellenverordnung und die technischen Regeln, die sich daraus ergeben, die RAPs, alles Wörter, wenn sie noch unbekannt sein sollten, wird alles im Kurs erklärt. Wichtig ist, der Kurs dauert 64 Unterrichtseinheiten, auch wenn er online ist. Das heißt, du wirst ihn nicht in einem Tag abschließen können. Du bist aber frei in der Zeiteinteilung. Und wichtig ist auch, dass du sagst, ich möchte nicht, dass Arbeitsunfälle passieren. Ich möchte, dass Berufskrankheiten vorgebeugt werden. Und ich bin bereits auf Baustellen mindestens 2 Jahre unterwegs. Du willst, dass keine Unfälle passieren. Jetzt entscheidest du dich bei uns, beim Sicherheitsingenieur NRW, ein Ingenieurbüro für Arbeitsschutz, Umweltschutz und Brandschutz, für die Ausbildung zum SIGIKO. Und nach Bestehen der Prüfung bekommst du natürlich auch ein Zertifikat dafür. Ich nehme dich mit in den Kurs, dass du halt reinschauen kannst, wie dieser aufgebaut ist. Online-Lehrgang Ausbildung zum SIGIKO ist der Gesundheits- und Sicherheitskoordinator für die Baustelle nach RAB 30 Anlage A und B. Wenn du noch nicht wissen solltest, was RAB 30 Anlage B und C sind, keine Sorge, auch das wird halt hier erklärt. Dieser Online-Kurs geht genauso wie der Offline-Kurs, wenn man ihn halt ordentlich macht, 64 Unterrichtseinheiten, sprich das dauert halt 6 bis 7 Tage Vollzeit.
Das Gute am Kurs ist halt hier, du kannst diesen Kurs in deiner Pause machen, nach der Arbeit, am Wochenende, im Urlaub, egal wo du steckst. Du brauchst halt maximal ein Tablet, ein Handy oder ein PC und natürlich halt einen Internetzugang. Ich möchte dir ganz kurz vorstellen, wie ist dieser Kurs aufgebaut. Du siehst halt hier 9 verschiedene Module. Im Modul 1 hast du halt die Geschichte des Arbeitsschutzes. Das sind Videos, die klickst Willkommen du zu einfach Ihrer an. Sigiko-Ausbildung. Und diese Videos spielen halt von alleine ab. In der Regel dauert kein Video länger als 30 Minuten halt. Das heißt, du musst diese Videos konsumieren und dir diese halbe Stunde pro Lerneinheit halt Zeit nehmen. Im zweiten Modul erkläre ich halt hier den staatlichen Arbeitsschutz. Du wirst nachher feststellen, es gibt einmal den Staat und einmal die Begehen. Und hier in diesem Video kann man halt schön sehen, du hast halt hier drunter noch Downloads. Das sind PDFs, die kannst du dir runterladen oder solltest du dir runterladen. Das ist nochmal vertiefend und zum Nachschlagen nachher, wenn der Kurs zu Ende sein sollte. Ja, Modul 1, dann geht es halt weiter mit dem dualen Arbeitsschutzsystem, Risiken, Gefährdungsbeurteilung, wird hier alles vorgestellt. Modul 2 ist halt, was ist eigentlich die Berufsgenossenschaft oder wer ist die deutsche gesetzliche Unfallversicherung? Du bist ja jetzt mit im Team Prävention. Das heißt, als Sigiko wirst du dafür sorgen, dass keine Arbeitsunfälle und keine Berufskrankheiten entstehen werden. Modul 3 ist sehr, sehr lang und sehr ausführlich geworden. Das ist aber auch wichtig und richtig so. Das heißt also, was heißt Arbeits- und Gesundheitsschutz? Wir werden hier verschiedene Gefährdungen halt aufzeigen. Wie du siehst, das ist ein bisschen technisch angehaucht. Deswegen hast du auch eine Vorbildung, die du mitbringst halt, um halt hier Sigiko werden zu können. Montage- und Abbruchsanweisung, Anschlagen von Lasten, ein sehr wichtiges Thema halt. Abbruch mit Großgeräten wird halt hier erklärt. Verkehrswege auf Baustellen. Wie sieht eigentlich so eine Ladungssicherung aus? Wie darfst du Transporter wegschicken? Und ansonsten halt alle sonstigen Betriebsmittel. Auch hier die Elektrobetriebsmittel. Wann muss der Baustromverteiler geprüft worden sein? Wann muss welches Bauteil geprüft werden sein? Wann muss die Bohrmaschine geprüft werden sein? Wird halt hier alles erklärt. Dann Baugruben und Böschung, Gerüste, PSA gegen Absturz, die Absturzprävention, der Hautschutz, wie sieht der Arbeitsschutz bei Arbeiten in Schächten aus, den Gehörschutz richtig einsetzen, Baustellen im öffentlichen Raum, wird halt hier alles erklärt. Im Modul 4 geht es darum, was tust du eigentlich? Das heißt, vorher haben wir uns über die Basics unterhalten. Modul 3 ist, welche Gefährdung hast du? Wie gehst du damit um? Modul 4 ist, wie sähe dein erster Tag als Sigiko aus? Welche Unterlagen musst du halt bereithalten? All diese Unterlagen habe ich dir hier als Download reingepackt. Das heißt also, du kannst nach diesem Kurs sofort als Sigiko starten. Was machst du mit Gefährdungsbeurteilungen? Wie sehen deine täglichen Protokolle aus? Wie du siehst, das erkläre ich dir hier schön. Hab aber auch noch zusätzlich über 20 verschiedene Vorlagen hier reingepackt, dass du sofort starten kannst. Verschiedene Checklisten, wenn du dir noch unsicher bist, dann arbeite mit Checklisten. Für alle wichtigen Betriebsmittel hier die perfekte Checkliste. Toiletten ist auch ein Thema. Was du als Sigiko mit den Toiletten zu tun hast, lernst du dann im Kurs, aber auch hier halt wichtig. Psychische Gefährdungsbeurteilung, die ASR 1.3 ist für dich auch wichtig, halt, ist halt die Beschilderung von den ganzen Arbeitsschutzsymbolen. Dann im Modul 5, Erste Hilfe und Brandschutz, gehört auch auf jede Baustelle und ansonsten halt noch Gefahrstoffe und Biostoffe. Also in diesem Kurs wird tatsächlich mehr abgedeckt als nötig, einfach nur damit du ein wirklich guter Sigiko werden kannst. Modul 6, der Siegeplan muss erstellt werden. Wie machst du das? Ja, erkläre ich hier in einem Video und darunter findest du ganz viele Vorlagen, um sofort einen Siegeplan erstellen zu können. Modul 7, da erkläre ich halt die Verantwortung, die halt dir obliegt. Du gehst halt einen Vertrag mit Schutzwirkung ein, wird halt hier erklärt. Modul 8, Corona ist immer noch nicht abgeschlossen. Welche Maßnahmen musst du treffen für Corona? Modul 9, hier kannst du eine Projektarbeit freiwillig abliefern. Die Prüfung musst du machen. Hier musst du halt ein paar Fragen beantworten. Die sind aber relativ human. Und sobald du die Fragen beantwortet hast, bekommst du wenige Tage später dein Zertifikat als Sigiko und kannst damit sofort starten. Zu den normalen Büroöffnungszeiten stehe ich und mein Team dir zu Rat und mit Rat und Tat zur Seite. Das heißt, du bist im Online-Kurs nicht alleine. Wir beantworten dir und helfen dir bei Fragen zum Kurs, ja, während der Geschäftszeiten. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg.